Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft to the Stars. So, ich hatte mir hier ein neues Grabetunnelauto gebaut, weil ich ja permanent Ressourcen brauche und Eisen. Und ja, dachte, ich könnte das so schön brav von alleine fahren lassen. Und schwuppsdiwupps ist das auf dem neuen Kurs wieder in Lava gefahren und wieder war es weg. Und das ist mir jetzt ehrlich gesagt zu teuer, um mir noch eins zu bauen. Ich brauche aber Eisen, das heißt, ich werde jetzt auf eine Höhlentunneltour gehen, wo ich mir hier ein bisschen Eisen besorge. Ja, und nehme euch dazu mit. Es waren ja da noch ein paar Gräbenhöhlen, Dinger, Zeugs gewesen, ich noch nicht ausgegraben hatte. Vor allem ein Stückchen weiter hinten dann. Da werde ich jetzt dann zuschauen, ob ich vielleicht ein bisschen Eisen kriege. Hier ist auch noch eine Höhle. Schauen wir doch mal hier rein gleich direkt. Graben da Ressourcen aus. Und was habe ich natürlich vergessen hier? Nein, habe ich nicht vergessen, zum Glück. Dachte, ich hätte vergessen, meinen Rucksack auszuleeren, den ich ja schon vorbereitet hatte, eigentlich für die nächste Tour auf den Mond. Das verschiebt sich jetzt alles etwas, weil ich eben keine Ressourcen mehr habe. Chronischer Ressourcenmangel verhindert immer so die schönsten Ausflüge. Aber so ist das nun mal in Minecraft. Und deswegen heißt es ja auch Minecraft, weil man da meinen geht. Naja, von hier. Machen wir doch das, was das Spiel vorsieht für uns. Und meinen, ich brauche aber Eisen und nicht das ganze andere Gedöns. Also brauche ich auch, aber jetzt nicht so dringend. Ja. Der merkt wieder einer. Den seht ihr nicht, den sehe nur ich. Weil es da zu dunkel ist einfach. Naja, Gold ist auch nicht verkehrt, nehmen wir auch mit. Das rote Zeugs da, das ist wunderbar, habe ich nur leider überhaupt keine Verwendung für. Klinker. Da kann man auch relativ günstig Werkzeuge herstellen draus. Beziehungsweise, was heißt günstig? Ist jetzt nicht günstiger als Diamant, aber man kann es für wenig anderes Zeugs verwenden. Und es hat das gleiche Abbaulevel wie Diamanten. Also von dem her eine schöne Alternative. Halt in einer anderen Farbe. So, ja, was kann ich dir jetzt so ein bisschen erzählen hier beim Abbauen? Nebenbei, bei Tai geht es momentan alles ein bisschen drunter und drüber. Deswegen hat sie leider keine Zeit hier mit aufzunehmen. Das heißt, ich werde hier noch ein paar Folgen alleine machen. Und Tai kann momentan auch nicht so wahnsinnig viel machen hier, weil ich mit der Technik total hinterherhinke. Was auch wieder ein Grund ist, warum ich momentan gerade so ein bisschen alleine aufnehme. Ich müsste ja noch zusätzliche Mods mit reinbringen. Dann hätte Tai wieder ein bisschen was zu tun. Also von dem her sollte ich mich damit beeilen. Bloß bei mir ist halt auch momentan einfach sehr viel zu tun mit Arbeit und allem. Ich habe demnächst Urlaub, aber eben noch nicht. Und ich denke mal, im Urlaub werde ich das ein oder andere geregelt bekommen. Mr. Lover, Lover. Ja, da wollen wir nicht reinfallen. Ja.
dass da Ressourcen unten in der Suppe hängen. Und auf der anderen Seite, vielleicht haben dann auch, weil Kotangi hat ja auch ihr Haus fertig gebaut und auf dem Mond kann man noch nicht wirklich, das heißt Kotangi hat jetzt dann natürlich auch nicht so das Wahnsinnsinteresse hierher zu kommen, weil sie auch nicht weiß, was sie tun soll hier auf dem Server. Letztendlich hängt es also wirklich daran, dass ich die neuen Mods mit reinnehme. Das wird halt einfach mal ja, Biocraft sein und es wird auf jeden Fall Chicken Chunks sein, um hier einen akzeptablen, vernünftigen Chunkloader drin zu haben. Und das Mining Card, was ich gebaut hatte, was mir jetzt schon wieder kaputt gegangen ist, das kostet halt etliche Diamantblöcke. Das ist einfach wahnsinnig teuer dafür, dass man es dann einmal fahren lässt und dann wieder irgendwo in der Lava versenkt. Das rentiert sich halt überhaupt nicht. So, die Kohle mitnehmen. Ich könnte natürlich auch mal den großen Hammer auspacken und damit große Löcher in die Wände schlagen. Zeugs wie Kohle rentiert sich das natürlich. So. Für so einen einzelnen Block rentiert sich das beziehungsweise da kann man filigraner arbeiten. Nicht, dass es nicht wurscht wäre, aber muss ja nicht sein, dass man unnötig Großlöcher irgendwo rein donnert. Fackel hin und dann ist schon wieder gut. Okay, da ist auch noch Kohle. So, die kann man ja auch mitnehmen hier. Mit der normalen Kohle betreibe ich jetzt so ziemlich alles andere, weil Holzkohle, dann fährt das andere Auto immer und holzt den Wald ab und dann brauche ich wieder wahnsinnig viel Kohle. Das ist schön. Da wäre schön viel Eisen. Aber da ist auch viel Lava drumherum. Das wird interessant, das Zeugs rauszukriegen. So. Die ganzen Steinchen hier mitnehmen. Steine habe ich ja wieder genug. So, dann schauen wir mal zu, dass wir den hier da abschneiden. Schon mal das Eisen ran, sobald sich die Lava hier ein bisschen verdünnisiert hat. Wie gesagt, Eisenmangel ist hier. Ach, da drüben habe ich schon Lava rausgeholt gehabt aus dem Becken. Warum fließt das hier so komisch?
aufpassen, dass ich da nicht in den anderen Lavastrahl reinbaue. Das Eisen von hier oben auch. Wunderbar. Türelütütü. So, dann einfach mal ein Stückchen rübergraben. Bisschen diese Schlucht aushöhlen können. Da ist bestimmt noch mehr Eisen irgendwo. Ja. Ich war gerade noch von noch mehr Eisen reden. Ist jetzt natürlich hier nicht ganz so spannend, wenn ich das Krems alleine mache. Weil ich auch ein bisschen weniger zu erzählen habe. Als das da hinten ist, noch mehr Eisen. Sehr schön. Als das der Fall wäre, wenn Tai da ist. Also nicht, dass ich weniger zu erzählen habe, wenn Tai nicht da ist. Sondern das Problem ist, dass ich jetzt hier nicht so derjenige bin, der wahnsinnig toll im Freierzählen ist. Das war ja schon immer so, dass ich eigentlich immer mehr auf die Technikseite konzentriert war, um das zu erklären. Und da möchte ich mich dann auch wieder drauf festlegen. Mal hier so ein bisschen mehr von den Aufbauten zeigen. Von denen her haben wir da vielleicht ein bisschen mehr Ruhe drin. Allerdings so Entertainment-Faktor hier beim Tunnelgraben und ich geh mal weg mit der Lava, danke. Die ist natürlich wesentlich höher, wenn man das nicht alleine macht. Das sind so dann Folgen, wo man über Gott und die Welt quatscht. Wobei man dann sowohl für Gott und als auch für die Welt ein bisschen was vorbereitet haben sollte. Und das hat natürlich nicht getan. Nee, da ist Lava dahinter, das lassen wir mal. So schaut das doch schon schick aus. So, dann sind wir da durch. Ja, was erzählt man so bei Minecraft, wenn man durch die Tunnel durchklebt? Schwank aus der Jugend. Das ist so lange her, ich kann mir noch erinnern. Und ich sehe mich schon wieder irgendwo. In einige Probleme geraten. War da nicht noch irgendwo? Ich habe doch da gedacht, da wäre noch Eisen mit. Ja, ist es ja auch. Und nicht da, wo ich es erwartet habe. So. Wie viel Eisen haben wir denn jetzt? 39. Okay. Ja.
können wir noch ein bisschen. So. Gut, aber wenn euch irgendwas interessiert, schreibt doch einfach mal ein paar Fragen in die Kommentare und wenn da ein bisschen was zusammenkommt, dann kann ich mal wieder so eine Farming-Folge hier machen, wo ich auf die eine oder andere Frage drauf eingehe. Oder vielleicht auch auf alle, solange sie nicht zu persönlich werden. Irgendwann mal hat Jan was mal gefragt gehabt, wie man so ein Knockback zusammenstellt. Das sind jetzt so Fragen, die kann ich natürlich nicht direkt in so einem Let's Play oder sowas beantworten. Das muss man entweder selber machen. Das also eine eigene Aufnahme zu machen. Oder das Ganze zumindest sehr gut vorbereiten. Ja, wenn ich euch erzähle, so dass das allgemeingültige, ja, da nehmt ihr halt Forge und macht euch einen Forge-Server und dann gibt es den Mods-Ordner und da packt ihr dann die ganzen Mods rein. Und dann startet ihr das Ganze und dann kriegt ihr einen Haufen Fehlermeldungen, weil es immer wieder irgendwie Inkompatibilitäten gibt und dann müsst ihr halt das durchschauen. Das ist Quatsch, das bringt euch nichts und das steht ja schon ausreichend überall. Da gibt es dann ausreichend Tutorials für in dem Stil. Sogar bebildert, also da würde ich mich dann nicht hinreißen lassen. Wobei man dann tatsächlich vielleicht das ein oder andere mal rausholen könnte. So, okay, jetzt sind wir davon. What? Auf, das nervt. Kommst du doch nicht durchs Wasser durch? Er kommt. Na gut, dann kommt er und geht auch gleich wieder oder wird wieder. Wäre mir wichtig. Das braucht man für die Mondfahrt. Und da brauche ich auch noch eine wichtige Sache. Das machen wir vielleicht in der nächsten Folge, nämlich den Bauplan für den Schaltkreis. Für die Motorensteuerung. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das schon mal irgendwo in einer Aufnahme drin gemacht? Ich glaube nämlich nicht. Was man dafür alles braucht und das ist nämlich gar nicht so sehr automatisiert, ein bisschen was schon, also um die Teile herzustellen. Das sieht auch, ne? Also ich sehe, ihr seht wahrscheinlich wieder nicht, weil es wieder dunkel ist. Das ist natürlich der nächste Nachteil noch hier in diesem Höhlenfolgen. Dass das beim Runterrendern von YouTube immer so arschdunkel wird. Huch. Jetzt dachte ich, ich hätte das mit der Maus einigermaßen im Griff, aber müsste ich mir auch eine neue besorgen. Also das, was dann immer so kaputt macht, da ist das Kabel nicht mehr so ganz in Ordnung von meiner Kabelmaus. Und dann verliert er mal kurz die Connection und verbindet sich wieder neu. Da müsste ich mir eine neue Maus besorgen. Ist besonders nervig, wenn man hier Action-Shooter wie Warframe oder sowas spielt.
Action-Shooter bei Warframe ist natürlich falsch. Das ist eigentlich eher so ein Hack-and-Slay mit Charaktersystem und eigentlich ganz interessant. Was, wenn da die Maus nicht mitspielt, dann ist natürlich ganz unfein. Setzen wir da auch noch ein Ding hin und dann gehe ich auch schon wieder zurück. Beziehungsweise das Zurückgehen, nachdem das ja nicht ganz so spannend ist, mache ich das alleine. Da müsst ihr nicht unbedingt mitkommen. Die Wege sind ja vorgefertigt. Das nehme ich auch noch mit hier. Ja, genau, wegen dem Auto, was ich mal wieder verloren habe, bin ich jetzt mittlerweile der festen Überzeugung, ich werde mich jetzt hier langsam in Thumbcraft einarbeiten müssen. Sobald ich die anderen Mods drauf habe, dann könnte Tai wieder ihren Kram machen und ich kann mich eben in Thumbcraft ein bisschen reinfummeln und dann kann ich hier einen Arcane Bohrer setzen. Beziehungsweise bei Tai ist es ja eben nicht nur das Problem, dass sie nichts zu tun hat, sondern es ist ja auch das Problem, dass sie einfach keine Zeit hat. So, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen, ob jetzt eigentlich theoretisch eine langweilige Höhlentour war. Und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Danke fürs Zuschauen und tschüss.